Hallo, mein Name ist Fabio De Masi, ich bin Abgeordneter der Linken im Europäischen Parlament. Ich bekomme derzeit vereinzelt Zuschriften, ob ich in Zeiten von Donald Trump, Brexit und der Krise der EU nicht für die Pro-EU-Demonstration von Pulse of Europe werben möchte. Ich werde das nicht tun und möchte auch kurz begründen, warum. Ich habe großen Respekt vor Menschen, die keinen Bock auf Le Pen, AfD und Co. haben und die europäische Idee verteidigen. Ich finde es gut, wenn Menschen deswegen auf die Straße gehen. Allerdings finde ich es auch einen großen Fehler, die Kritik einer EU der Banken und Konzerne den Rechten zu überlassen und mit dem Finger auf das gemeine Volk zu zeigen, das angeblich zu blöd für das Europa des Friedens, des Erasmus-Stipendiums und der EasyJet-Wochenenden in Barcelona oder Lissabon ist. Viele Menschen, die für den Brexit stimmten, haben weder ein Erasmus-Stipendium, noch können sie sich häufig Urlaub leisten und damit etwa die Reisefreiheit genießen. Und in Italien gingen viele junge Menschen gegen die EU-Politik auf die Straße, weil sie am eigenen Leib erfahren, wie die Kürzungspolitik ihnen jede Perspektive nimmt. Das Ergebnis ist etwa studierte Mediziner aus Italien, die in Berliner Callcentern für schäbige Löhne arbeiten. Hunderttausenden jungen EU-Bürgern aus Spanien, Griechenland und anderen EU-Staaten geht es ähnlich. Es ist zynisch. Erst zerstört die maßgeblich von der deutschen Bundesregierung durchgesetzte Kürzungspolitik in der EU die Wirtschaft in diesen Ländern. Dann müssen die gut ausgebildeten jungen Leute auswandern. Das ist nicht Freizügigkeit, sondern nackte Ausbeutung. Die EU von TTIP, Kürzungspolitik, Türkei-Deal mit dem Terrorpaten Erdogan, Privatisierung und Lohnkonkurrenz im Binnenmarkt muss kritisiert werden. Dazu zählt für mich die Forderung nach einer neuen EU mit neuen Verträgen und Volksabstimmungen, die zum Beispiel eine neutrale Wirtschaftsverfassung ermöglichen, statt eine Pflicht zu Kürzungspolitik, Privatisierung und permanenten Wettbewerb. Ich kritisiere die EU daher nicht obwohl, sondern weil ich ein überzeugter Europäer bin. Ich habe mich auch wegen des großen Einflusses von Lobbyisten hier in Brüssel zu absoluter Transparenz verpflichtet. Die Bewegung Pulse of Europe erfüllt das Gebot der Transparenz meines Erachtens aber nicht. Einer der Initiatoren kommt aus der Frankfurter Edelkanzlei Greenford, ein Spin-off von Freshfields Brookhaus Deringer. Diese Kanzleien sind eng mit dem Einfluss von Lobbyisten auf Gesetze, etwa zur Förderung von Privatisierung, Massenentlassungen oder Finanzhaien verquickt. Genau solche Interessengruppen sind in Europa zu mächtig und machen die europäische Idee kaputt. Ich möchte daher wissen, wer hinter Pulse of Europe steckt und sie finanziert. Und wir haben einen offenen Brief an Pulse of Europe geschickt, um mit ihnen endlich in den Dialog zu kommen über die wichtigen sozialen Forderungen an die Europäische Union. Die EU plant die Aufstockung von Mitteln für Gegenpropaganda, etwa gegen Russland. Die EU will unter der Europafahne militärisch aufrüsten und gegen die Trumps und Co. Freihandel im Interesse der großen Konzerne durchsetzen. Wohin es aber führt, wenn die Wahrheit im Krieg stirbt und die halbe Welt mit freiem Handel beglückt wird, können wir in der Flüchtlingskrise, beziehungsweise in der Ukraine, in Syrien, Libyen, Irak oder Afghanistan besichtigen. Der Aufstieg der Le Pens und Co. hat auch mit dieser Politik zu tun. Wie man mit einer Politik für Frieden und soziale Gerechtigkeit sowie auch der notwendigen Kritik an der Europäischen Union, die Le Pen schwächt, zeigt gerade mein Freund und Kollege Jean-Luc Mélenchon, der die Präsidentschaftswahlen in Frankreich ordentlich aufmischt. Angeblich wird bei den Pulse of Europe-Demonstrationen auch Regie geführt, um EU-kritische Stimmen etwa von Gewerkschaftern an den Mikrofonen fernzuhalten. Eine ernsthafte politische Debatte, warum wir in der ganzen Scheiße stecken, ist offenbar nicht gewünscht. Ich halte daher nichts von Eventpolitik, die funktioniert wie ein Facebook-Like, den man schnell wieder vergisst. Es reicht nicht, Europa-Fähnchen zu schwingen oder die Ode an die Freude zu singen. Wir brauchen eine ernsthafte politische Debatte über die Zukunft der EU. Das sollte uns Europa wert sein.